So, und weiter geht's. An alle, die hier frisch reingeschaltet haben, moin moin und willkommen. So, eigentlich sollten wir mal hier... Ach komm, ich habe gesagt, ich gehe in die Höhle. Also gehe ich auch in die Höhle. Optional, Höhle erkunden, check. Sehen Sie sich das an. Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Dann... Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für ein totes Tier, gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oh. Oder sie sind am Verhungern. Das kann natürlich auch sein. Wie ist das hier überhaupt möglich? Es könnte ein extremes Beispiel für ein Mikroklima sein. Vielleicht wurde es ja all die Jahre durch die Höhle geschützt. Während der Rest des Planeten gestorben ist? Da draußen ist irgendwas Übles passiert. Aber das heißt auch, dass es Hoffnung gibt. Das Leben, wie wir es kennen, kann in Andromeda gedeihen. So, kommen wir hier rüber. Karte. Ja, würden wir rüberkommen. Beziehungsweise sogar noch von der anderen Seite. Aber ich will eigentlich auch hier hin. Müssten wir hier lang kommen. Oh. Weiter. Vor uns sind noch mehr dieser Aliens. Sie haben uns gesehen. Es geht los. Sie haben es nicht so mit Reden, was? Achtung. Noch mehr von ihren Schoßtierchen. Das ist für Kirkland. Alles klar bei Ihnen? Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Schade, dass man die nicht markieren kann. Wo ist er? Oh, der niedert mich um, die Ratte. Das wäre erledigt. Ich frage mich, was diese Kerle hier wollen. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Puh. Also schön aufpassen hier, ey. Hier blitzt und donnerst, das ist ja unglaublich. So richtig spektakulär war die Höhle ja nur nicht, ne? Das war ja mal nix. Und irgendwie, wie es aussieht, finden wir hier auch nichts. So, hier ist immer noch der markierte Punkt. Jetzt habe ich hier schön eine verbraten bekommen. Das passt mir gar nicht. So. Optional abgestürztes Alienschiff. Das ist Nahrung, denke ich. Von hier kann sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Also schaffen sie sie vermutlich von einer anderen Welt hierher. Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen? Ätzende Vorstellung. So, und was haben wir hier Schönes? Ach, das ist ja mein markierter Punkt gewesen. Okay. Datenfunktion unbekannt, tralala. So. Hier ist die Höhle.
Hier stand ich vorhin schon mal. Jetzt geht's hier hinten hin. Schnurstracks sozusagen. Und da haben wir wieder ein Gebäude. Boah. Wurde ja mal gruseliger. Eigentlich müsste man das Ding hier noch mitnehmen. Warte mal, flinke Füße dahin. Das sieht hier nicht so gut aus. Mal rübergehen. Na toll. Das kann nicht gut sein. Ganze Patrouille! Ich will nicht, dass sie uns wegschleppen wie Greer! Zurückdrängen! Hier einer. So, Gott sei Dank. Hui. Ach, das war ja einmal umsonst gerade eben. Das war ja mal gerade Schwein gehabt. Das war's. Schweres Magazin. So, ich brauche jetzt bloß noch einen Blitz von oben und dann bin ich... Oh, toxische Umgebung. Dann bin ich am Arme des Propheten. Karte. Ich schleiche mich mal hier rein. Oh, hier. Da ist nur Munition. Keine. Hier geht's nicht weiter. Keine Heilung. Egal. Auf einen großen Kampf sind wir sowieso nicht vorbereitet. Was ist das? Eine ziemlich große Operation. Da kommen wir nicht rein. Kann das sein? Oh. Okay. Umsonst reingegangen hier. Wir werden mal jetzt nochmal auf die Karte gucken und uns in diese Richtung machen. Nein, empfängt mich jemand. Cora, wir hören Sie. Sie leben. Wir reparieren gerade das Shuttle, aber wir sind umzingelt. Die sind nicht freundlich. Wir sind unterwegs. Der Nachtpunkt ist markiert. Na denn. Oh, knappe Kiste hier rüber zu hüpfen. Ich hoffe, ich gehe hier den richtigen Weg. Meter noch. Los, greifen wir an! Cora, wir sind da! Sie versuchen uns festzunageln! Und sie machen das ziemlich gut! Erledigen Sie sie, Ryder! Bin schon dabei! Suchen Sie
sich ihre Ziele. Davon gibt sie mehr als genug. Ich hab einen erwischt. Was haben wir denn eigentlich getan? Mir geht's nicht so gut. Vorsicht, sie kämpfen mit schmutzigen Tricks. Ich bin gleich erledigt, so wie das aussieht. Harry, alles okay bei Ihnen? Ja, noch sind wir nicht tot. Seit wann fliegen Felsen? Akzeptieren Sie es einfach. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht den Löffel abgebe. Mann, die Kerle wissen, wie man kämpft. Au, verdammte Schrapnell! Verdammt, die lassen einfach nicht locker! Stufenaufstieg. Das wäre geklärt. Die Kavallerie war also noch rechtzeitig hier. Puh. Schön, Sie zu sehen. Gott sei Dank. Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. So, ich denke, hier kann man nur einfach rangehen. Oder bin ich jetzt wieder Ryder, voll beim geheilt? Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. So. M23 Katana 1. Wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war's bei Ihnen? Wie kann ich mich jetzt damit ausrüsten? Verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Da kommen Sie! Sie haben echt Eier! Sie versuchen einen Abwurf! Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt! So, guck mal raus da jetzt. Achtung, da kommt noch ein Shuttle. Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben Ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Schön wär's. Die können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier. Wo? Wo sind da Hunde? Es sind zu viele! Wow, was ist das? Schießen Sie einfach weiter! Wir schaffen das schon! Der braucht da hinten ein bisschen mehr.
hat der denn für eine Wumme? Oh, ich gebe hier gleich wieder den Löffel ab. Irgendwo piepst das hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier hinten war doch irgendwo was. Und Munition. Sehr schön. So, wieder in Position. So, das müsste doch nun langsam gewesen sein, oder? Oder ist da noch irgendwo einer? Ich sehe ja keinen mehr. Doch, da ist noch einer. So. Sehr schön. Genau, baller ihm die Rübe weg. Ich weiß, aber sie haben Kirkland getötet. Ich verstehe Sie, aber bleiben Sie ruhig. Jetzt geht's mir besser. Jetzt geht's mir besser. Fischer wurde verwundet, aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute. Sie ist verletzt. In Deckung! In Deckung! Oh, ich wusste nicht, dass Sie Biotikerin sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? Hochfrau Carling eingerichtet, bestätige Ryder. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Wir haben keine Wahl. Hier unten ist es auch nicht besser. Wir sind nichts weiter als menschliche Blitzableiter. Nicht, wenn wir die Blitze abstellen. Wie meinen Sie das? Ich habe eine Idee. Kommt zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Der hat eine Idee. Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Weiter geht's. So, erstmal hier noch schnell ein bisschen Munition. Haben wir genug? Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Nachpunkt auf Ihrer Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Kein Unsinn. Was wollte sich mein Vater eigentlich nochmal ran? Und jetzt kein er hat versucht, mir über diesen Turm herauszufinden. Nun, laut Nachpunkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Oh, Universalgelbehälter. Schrotflinte Lauf. Eins. Und Nanokristallmodule. Bergungsgut. Kann bei einem Händler gegen Credits verkauft werden. Klasse. So, halt. Das war eben eine knappe Kiste. Ryder, Ihr Vater steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen ihn finden. Ja, doch.
bin schon unterwegs. Wir müssen den Pathfinder finden, und zwar schnell. So, gucken wir mal. Auf die Karte. Und der Kollege ist da. Also. Dann gehen wir ja schon mal hier in die richtige Richtung. Zwischendurch kriegt man immer mal. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Mit den Blitzen eine aufgebraten hier. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Nein, das war. Wir waren es auch nicht. So viel haben wir nicht erledigt. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Mein Vater ist da oben. Merkwürdig. Hier waren wir schon mal. Sir. Kopf runter. Verlassenes Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Dafür wurde ich ausgebildet. Naja, das ist mein Job als Aufklärungsexperte. Richtig. Und du schlägst dich gut. Feuertaufe bestanden. Sir, Sie sagten etwas über die Blitze. Die Energiewolke, die die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten. Und stört das dort? Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können... Verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Riskant, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein und es versuchen. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Wenn die Riders bereit sind, bin ich's auch. Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert. Was heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Blitz und Donner. Finde ich gut. Los geht's. Ich bin direkt hinter Ihnen. Zu der Struktur. Sam, lade Kampfprofil. Da kommen Sie. Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit. Vorsicht vor den Blitzen. So, das war Nummer 1. Los in das Gebäude da! Hier draußen kommen wir nicht weiter! Das läuft hier echt beschissen! Los, los, los! Ja, so los, los, los. Ich bin noch nicht verrückt. Die kommen aus allen Ecken gekrochen! Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden.
So, erst nach oben. Hinterher. Wir müssen Daddy helfen. Sam, Bioverstärker Interface. Weiter so! Ich bin hier! Bleiben Sie in Bewegung! Lassen Sie sich von ihnen nicht festnageln! Bereit? Wir gehen da rein! Wo ist er denn hin? So, kann man jetzt hier irgendwie... Wo ist er denn hin jetzt? Sam, gib mir das Technikerprofil! Wo ballert denn hier noch einer? Sir, woher bekommen Sie diese Profile? Sam, hilft mir ein bisschen! Was bedeutet das? Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Konzentrieren Sie sich auf den Kampf! Halten Sie mir den Rücken frei! Wir haben ihn gehört! Wir haben es geschafft! In einem Stück! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss durch die Tür da drüben! So, nicht nur durch die Tür. Ich brauche erstmal. Ich muss die Sprache entschlüsseln. Einen leckeren Saft oder sowas. Damit ich ein bisschen heilt. Haben wir hier nicht irgendwo eine schicke Kiste rumzustehen? Verdammt Axt. Hier oben? Da kommen noch mehr! Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke! Wo sollen wir uns positionieren? So, Truppenmitglieder befehlen. Sind unterwegs. Ich mach mich auf den Weg. So, zwei dahin. Hoffentlich war das richtig. Ich suche hier noch nach einem schönen Leckerbissen. So, hier ist Ende. Achtung! Ich sehe Bewegung! Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen! Das schaffen wir nochmal! Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns! Ich werde gerade erst warm! Meinen es ernst! Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich! Die Zeit wird knapp! Halten Sie beide Seiten! Sie dürfen nicht durchkommen! Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung, aber Sie wollen ihn unbedingt... Also... 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Also die Kampfangriffe sind super. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert.
Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen. Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein bisschen länger. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. So. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Das ging ja gerade noch eben. Haben wir noch gerade ein bisschen Schwein gehabt. Ryder, ich brauche hier deine Hilfe. Schon okay, gehen Sie. Wir halten hier die Augen offen. Wir müssen diese Tür öffnen. Alles klar. Okay. Machen wir mal die Tür auf. Ja, mit der Steuerung, da gewöhnt man sich dran. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Mhm. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Hui. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Unfassbar. Es funktioniert. Geschafft. Es ist ein Hoffnungsschimmer. Was machen wir denn da jetzt? Das beweist, dass wir es schaffen können. Genau das brauchen die Leute. Ich sag mal, es ist mehr logisch. Als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik, allerdings freut es mich. Zu früh gefreut. Leite den Transfer ein. Sein Puls wird schwächer. Die Arche soll die Krankenstation bereit machen.
Putz fällt ab, wir verlieren ihn. Er hat einen Anfall, die Verbindung ist zu viel für sein Gehirn. Zum Sam-Kern mit ihm. Sam, wie ist der Status? Ryders Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Lichter aus. Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Ja, 22 Sekunden geht ja noch. Was ist mit den anderen? Ja, das frage ich jetzt echt mal. Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Der scheint... Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf Sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, Sie sind der neue Pathfinder. Ich bin der neue Pathfinder. Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora. Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit? Was macht man denn da? Naja, wir wissen, was mein Vater wollte. Und er war nie jemand, der um Erlaubnis gefragt hat. Und jetzt erteilen Sie die Befehle. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja, der Zustand Ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte... Der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Cool.
So, und schon mal eine Trophäe erhalten. Pathfinder. Der oder die war jetzt mal so, glaube ich, so richtig sauer. Und so wie das aussieht, fängt das Spiel jetzt erst richtig an. Das bis Ryder, eben war nur Spaß. Schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssen ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. So, das erste Stück Geschichte ist im Mass Effect geschafft. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Ja, natürlich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Ja, ist aber so. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er ihm. Und jetzt geht die Rennerei. Was Sie daraus machen. Jetzt geht die Rennerei erst richtig los. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Klar bist du bereit. Aber, so an der Stelle können wir schon wieder nicht speichern. Ist nicht so tragisch. Ich werde mal gucken. Spiel. Laden. Ja, sieht so aus. Als ob das der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, hoppala, zu sagen, Dankeschön fürs Reinklicken. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich habe schon richtig Bock drauf. Ich will jetzt mal wissen, was hier noch so passiert und wie die Geschichte weitergeht. Was sie hier aus Mass Effect was daraus gelernt. Andromeda so weitermachen. Und das Einzige, was mir ein bisschen auf den Senkel geht hier, dass hier so viel
redet. Das ist ja unglaublich. Okay, an der Stelle nochmal, danke fürs Reinklicken. Schaltet in der nächsten Folge rein. Tschüss, euer Olli.